Hallo, hallo, hallo. So, Freunde. Es ist soweit. 350.000 Punkte stehen an. Ich möchte heute gar nicht großartig Zeit verlieren. Deswegen kommt jetzt auch direkt die Brille auf die Nase. Und knacken heute einen Eiscore, habe ich gehört. Hallo Max, was geht? Kurze Frage an dich, Max. Vom Sound her passt es? Von der Mischung? Oh, Alex ist auch da. Hi Alex!
Okay, Sound passt wunderbar. No. Instant Tryhard-Modus heute. Ja, ich habe heute. ich bin heute erstens nicht so gesprächig und zweitens habe ich auch einfach Bock, den Rekord zu holen. Deswegen gibt es heute eher mehr Tryhard. Sag mal, sollte ich den Rekord wieder erwarten, wieder so früh wie beim letzten Mal bekommen, mache ich vielleicht hier raus noch einen Laberstream. Aber ich sag mal, das Thema, was du schon mit Ausdauer angesprochen hattest, ist bei mir heute sowieso nicht so viel, habe ich das Gefühl. Deswegen mache ich lieber heute direkt Try Hard. ja, Alex, da ist Gelin in der Hand tatsächlich, ja. Jetzt sind wir der erste Slipman. Okay, ja, verstehe. Nee, alles gut, also. Ich sag mal, wenn ich mich nicht in der Lage fühlen würde, heute zu streamen, zumindest ein bisschen tryhard, dann würde ich es auch einfach nicht tun. Ist ja nicht so, dass ich hier auf zu irgendwas verpflichtet wäre.
Ich meine, dazu muss man auch sagen, dass mir Tryhard Stream tatsächlich auch mehr oder weniger einfacher fällt als Lava Stream. Weil ich hier einfach runterzocken kann. Ohne mich jetzt großartig da auf irgendwas anderes konzentrieren zu müssen. Deswegen finde ich das auch eigentlich immer relativ entspannt. Und wenn einen noch der Ehrgeiz dazu packt, dann ist es natürlich umso motivierender. Wo der Schuh drückt, ich habe einfach lang gedrückt. Ich habe heute einfach lang gepennt und gestern lang ging es ein bisschen länger, deswegen. Also nichts Ernstzunehmendes. Nennen wir es so. Oder mehr Ernstzunehmendes ist da eigentlich nicht das richtige Wort. Nichts Besorgniserregendes. Ich glaube, das ist passender. Steve, ja, Steve habe ich schon ausprobiert und ich muss sagen, es ist kein Charakter für mich. Also ich habe dann auch nochmal ein bisschen online gespielt, gegen einige Steves. Da wurde ich zum Teil richtig weggefaltet, aber auch einfach, weil ich noch nicht weiß, wie man gegen Steve zu spielen hat. Er ist halt einfach mega random, finde ich. Wobei ich auch gemerkt habe, gut, das wird auch dem geschuldet sein, dass Steve jetzt gerade relativ frisch rausgekommen ist. Die Leute, die Steve spielen, spielen ihn wahnsinnig linear. Zumindest von dem, was ich so gesehen habe. Das soll heißen, wenn du die approach, machen die immer wieder dasselbe. Wenn du die von der Stage haust, machen die immer wieder dasselbe. Wenn die einen Hit kassieren, machen die immer wieder dasselbe. Und gerade in einem 3-Stock-Match kriegt man da einfach auch mal locker 3 Stocks gegen einen Stock wieder umgedreht. Einfach weil die Leute sich dann irgendwann so vorhersehbar verhalten, dass man die ziemlich locker wegfalten kann. Aber wie gesagt, von anderen Steves wurde ich dann auch wieder voll weggefaltet. Zugemeke, ja, ich weiß nicht, ob der Zugemeke ist. Ich finde halt schön, dass die ganzen DLC-Charaktere, die jetzt gekommen sind, alle recht eigen waren. Weil ich hätte jetzt auch keinen Bock auf Schwertkämpfer Nummer 65. Also irgendein Marv-Klon oder so. Da habe ich dann doch lieber ein bisschen variantenreicher. Wirklich. Ich sag mal, gerade bei Steve kann man sich jetzt nicht sich nicht drüber beschweren, dass dieser Charakter nicht unique wäre. Nö. Gegen deinen Lucina habe ich nichts gesagt, nein. Ich hätte nur keinen Bock noch, genau noch so einen Charakter zu haben, der sich nochmal genauso spielt. Darauf hätte ich keinen Bock.
Oh mein. Ne. Okay, ja, morgen ist es auch ein geiles Spiel. Aber was Rivals of Aether angeht, ja, ich bin ja erstaunt, wie aktiv die Workshop-Community da tatsächlich ist, weil von dem, was ich so gehört habe, so einen Charakter zu erstellen, ist ja auch wirklich nicht so leicht. Ja, mal ohne das jetzt direkt aktiv verfolgt zu haben, was da bei Rivals so abgeht, aber immer wieder, wenn ich mal auf ein YouTube-Video reingucke oder so, da bin ich immer sehr erstaunt, was die Community da zusammenbringt an Charakteren. Ich meine, qualitativ ist da ja auch so das ein oder andere dabei, was man tatsächlich für einen offiziellen Charakter verwechseln könnte. Gehört das noch zum Song? Na, doch, das hört sich dann an. Ja, das ist so ein bisschen die Rache dafür, dass ich mir nicht jetzt jeden Song ein bisschen glänzern, wenn ich hier reinpacke. Song extra, genau das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. So Spotify, what the fuck? Was geht hier ab?
Aber die Scores gehen heute zumindest mal von Anfang an in die richtige Richtung. 150.000 ist jetzt am besten Willen nicht schlecht. Apfelsaft ist das nicht, nee, das ist von SodaStream, der Energy Mix. Also heißen quasi Energy Drink, wenn du so möchtest. Damit ich mal ein bisschen wach werde hier. Was es nicht alles gibt, ja. Wo wir wieder bei der Mischung werden.
Nee, ich glaube nicht, dass man den Alex bannen muss. Alles gut.
Boah, diese Level 16 Farben machen mich so fertig, ne? Okay, das war zu aggro gespielt. Oi, was? Nee, komm, das probieren wir nochmal. Das war ja gar nichts. Ah, wie gesagt, das war wirklich überhaupt nichts.
Es geht. Wisst ihr es richtig? Es geht bei eurer Unterhaltung gerade um Kaugummi? Oh, Alex, wow. Also das können tatsächlich nicht viele, was du da gerade beschreibst. Einfach so zu sagen, ich höre jetzt auf und es dann auch tatsächlich zu tun, das Respekt. Why
Oh, shit. Warum man raucht? Ja, ich sag mal, die meisten fangen ja an, weil es so eine Art Gruppenzwang ist, wenn man so möchte, oder? Viele übernehmen das auch beispielsweise von ihren Eltern. Ja. Genau, was der Alex jetzt auch sagt. Shit. Ja, Max, was du da sagst, das stimmt. Aber ich sag mal, viele Leute, oder die meisten Leute, würde ich sogar behaupten, unterliegen da dem Gruppenzwang, den in so einer Situation dann herrscht.
Ja, Max, so kann man das natürlich auch ausdrücken mit dem dritten Zwang. Oh, das war Level 5, das wollte ich eigentlich nicht. Nix. Alex, du hast nichts verpasst. Es sieht im Moment nichts Außergewöhnliches, leider. Leider. Sehr leider. Oh mein Gott, was ist denn gerade los?
finde immer interessant, wie das Gespräch mit zwei, umso länger der Abend geht, immer ernster wird. Aber ich finde es nicht schlimm. Darf ruhig um ernste Themen gehen. Ich meine, ich habe ja auch bei Forza schon über Politik geredet. Ja, ich zock so nebenher, wenn es in dem Chat dann so um Welt oder nein, um Welt oder um so gesellschaftlichere, extrem relevante Dinge gibt. Und ich denke mir nur so, yo, Blöcke. Alex, ich wusste ja gar nicht, dass du so fies sein kannst. Nee, wie gesagt, die Leute dürfen sich im Chat und drüber unterhalten, was sie interessiert. Und wenn es off-topic ist, dann darf das auch gerne off-topic sein.
Alex, du musst wissen, unabhängig davon, unabhängig davon, wer Lucina spielt, Lucina kriegt von mir immer eine Faust ins Gesicht. Ah, oh, schön. Ah, oh, ja. Die legendäre Faust. Das Lustige ist, ich bin ja tatsächlich jetzt wieder dauerhaft auf Mario zurückgewechselt. Ich habe ja bis vor kurzem noch Greninja gespielt, habe gemerkt, dafür habe ich nicht genug Skill, gehe ich doch lieber wieder zu Mario zurück. Und seitdem bin ich wieder munter Fäuste am Verteilen.
Was? Moment, was? Plant ihr jetzt gerade schon eine Smash Brothers Party bei mir, oder was? Von dem, was ich hier so sehe. Ich meine, warum nicht? Ich hab morgen noch nichts vor. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ah, schade. Oh.
Oh mein, ja. Ich habe gesehen, es hat sich noch jemand dazu gesellt. Oh, hello, alle. Jan dort. Oh my god, I think I butchered your name pretty badly here, but welcome to the stream. I hope you stay for a while to join me on my journey to 350,000 points. If not, have a nice night, have a nice Sunday tomorrow. But if you choose to stay, feel free to write in English here. My German speaking. Er ist wieder weg? Schade. Er ist wieder weg. Wie schade. Ich hatte jetzt auch nur gerade gesehen, dass da jemand zugekommen ist. Und konnte aber den Namen nicht so schnell entschlüsseln und dementsprechend auch nicht so schnell begrüßen, aber gut. Kurz nachdem er geschrieben hat, naja gut. Ich hätte mich auch vor mir so sehr erschrocken, als ich direkt wieder gegangen wäre. Was ich in Englisch in der Schule hatte, gegen Ende hin 2, meine ich. Also tatsächlich war ich lange nie gut in Englisch in der Schule. Und umso mehr ich YouTube geguckt habe, umso besser ging es dann irgendwann. Tatsächlich, umso länger ich YouTube geguckt habe, umso mehr hatte man mir auch gesagt, dass ich eine mehr oder weniger okay englische Aussprache habe. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich quasi YouTube gehabt habe, um mir Englisch beizubringen, weil wahrscheinlich wäre ich sonst die totale Englisch-Schnulpe heutzutage noch. Weil aus der Schule hatte ich dann nicht viel mitgenommen. Ich flieg hin. Hast du ja eigentlich mal den Streamanfang vom letzten Mal geschaut? Ich hab da eine tolle Pilotenansage. Nee? Oh Gott. Ich meine, da wäre ich nicht bei gewesen. Nee. Das muss ich mir dann nachher nochmal anschauen. Ich erinnere mich jetzt nicht konkret an eine Pilotenansage von dir gehört zu haben. Jo. Das machen wir dann gleich noch. Ich denke mal auch, dass der Stream heute nicht mehr ein Reaction-Stream, ja, nee. Das gucke ich mir dann lieber privat an, weil ich halte Reaction-Streams für nicht so toll und deswegen will ich die auch nicht unbedingt machen. Ich denke, ich werde jetzt noch eine Uhrzeit. Ich denke mal, ich werde noch so bis halb machen und dann auch schon für heute beenden, weil
Ich denke nicht, dass wir heute die 350.000 erreichen werden. Dafür bin ich heute einfach zu unkonzentriert. Beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich auch eher so eine Art Trainingstream, wenn man so möchte. Wo ich dann ganz bewusst auf einer höheren Geschwindigkeit spielen werde. Einfach damit ich mich dann später an die höhere Geschwindigkeit gewöhne, weil ich nicht denke, dass ich die 350.000 erreichen werde, ohne dass ich auf Level 18 Speed mich bewegen kann vernünftig. Das heißt, ich muss euch enttäuschen, Leute, für die nächsten Wochen gibt es wahrscheinlich keinen neuen PB erstmal. Ah, machst du gleich nochmal Celebi Funkstream? Ja, da wäre ich dann auch wieder bei. Oder du kannst natürlich auch Smash Ultimate spielen. Überlege ich gerade. Ja. Ob man da noch irgendwas Spezielleres draus machen könnte, aber ich wüsste gerade nicht wieso. Das überlasse ich dann dem Max, was er da genau machen möchte. Achso. Smash war nicht als Stream gedacht. Ja, okay. Ich meine, ohne dass es jetzt unbedingt ein Stream sein muss, können wir drei ja gleich mal eine Runde zocken. Wenn es morgen schon nicht in Person geht. Achso, der Alex hat keine Runde. Na, okay. Der Max, Entschuldigung. Der Max. Ah, okay. Verstehe. Ich denke, ich werde euch beide gleich mal bei Discord anrufen. Ich mache jetzt noch einen letzten Versuch. Einen etwas ernst gemeinteren. Und dann begeben wir uns in den Discord-Call, hätte ich gesagt. So, aber davor doch bitte jetzt nochmal einen guten Run zum Ende.
Ja, okay, Alex. Das wird schwierig. Ach ja. Oh boy. Ja. So. Ich will jetzt zumindest noch einen guten reinbringen. Wenn das der nächste nicht wird, dann haben wir einfach keinen guten zu mir.
Yes! ich hab's doch noch geschafft heute. Da stehen sie, 360.000. Nice! Ich hoffe, ich hab jetzt nicht eure Nachbarn geweckt. Aber ich hab nicht mehr dran geglaubt. Da steht's. Kann das mal kurz einer klippen? Oh, das wäre gerade ganz gut. Ja, ich glaube, den Screen, den kann man so stehen lassen für heute. Besser wird's nicht mehr als heute und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, nicht wahr? Puh. Ja, schön. Wie gesagt, also auch wenn ich die 350 jetzt erreicht habe und das sogar auf der Geschwindigkeit, von der ich eigentlich gedacht habe, dass ich es darauf nicht schaffen werde, okay, verstehe, Max. Es wird aber dann beim nächsten Mal einen Trainingsstream geben, wo ich dann, um da vielleicht mal einen kleinen Teaser drauf zu geben. Ich werde dann ab nächster Woche auf dieser Geschwindigkeit hier spielen, einfach um mich dran gewöhnen zu können. Ja. Mal gucken, wie das wird, aber Highscores erwarte ich jetzt keine nächste Woche. Aber apropos Highscores, den werde ich jetzt nochmal eben eintragen. Und ich denke, dann werden wir für heute erstmal Feierabend machen. So, wir haben einen PB. So. So, da steht er. Ja, wir haben es geschafft heute. Wahnsinn. Wir haben zwischenzeitlich, ich habe bis zum Ende gar nicht mehr dran geglaubt. Ich würde sagen, Clip wird veröffentlicht, sehr nice, Dankeschön.
Und ich habe jetzt gar keine großartige Rede am Ende. Ich freue mich einfach, dass ihr heute hier gewesen seid. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ah, danke nochmal. Danke an Max, der jetzt das Ganze geklippt hat. Und es war mir immer eine Freude, eine Ehre und ein Privileg für euch da gewesen zu sein heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.